Alter, was geht ab, Leute? Hier mit Mittagessen, aka Frühstück. Ich gönn mir noch was. Und dann bisschen chillen, ausruhen. Die Woche war chaotisch, hektisch. Irgendwelche Probleme wegen Käse, die echt übel waren. Nebenwirkung der zweiten Impfung, Zahnimplantat. Gestern super saftig das Comeback von Wheel of Steel, aber ist natürlich auch viele Eindrücke, viele Reize, wo man dann auch bisschen müde wird, dann der Geist müde wird, deswegen erstmal ein bisschen entspannen, vielleicht spazieren gehen, was essen. Ich habe mir was Saftiges gegönnt von Fizzle Bubble. Ich weiß, der Name ist crazy. Ich weiß gar nicht, ob der so verrückt ist, der Name, weil... Also wenn ich dran denke, denke ich immer an Don't Mess With The Zohan. Oder nicht Zohan, Zohan. Und ja, ist super saftig. Normalerweise komme ich nicht dazu, den zu probieren, weil, und ich habe den schon mal probiert, aber normalerweise komme ich nicht dazu, hier zu essen, weil unter der Woche ist immer mittags richtig, richtig Schlange, richtig viel los bei denen, weil die sind echt mega. Also das sind bisher die besten Halloumi Fries, die ich je hatte. Die sind echt mega. Verkäufer meinte, Vorsicht, die ist scharf, extrem scharf. Oh ja. Oh ja. Die haut rein. Kann man aber noch aushalten. Also, die hat einen Kick. Also jetzt, wenn man nicht voll drauf beißt, sondern nur ein Stückchen. Ist geil, ist geil. Sehr erfrischend. So, Chicken Pita. Mit Hummus, also der ist echt extrem gut. Schön fresh. Nemi hat sich richtig schön einen durchgezogen. Da links am Haus vorbei, da geht's weiter. Das ist eine Route von Hongs Tour. Da kommt ihr zu vier Booten und dann wartet ein Gitzel auf euch. Gönnt euch Hongs Tour, Alter. Schwabing Tour ist das. Die erste, die fertig ist. Ja, Mann, erst eine. Traurig. Ich habe mir Bubble Tea gegönnt. Bei Teepause. Und ihr seht, was da alle schon für verrückte Sachen drin sind. Ich nenne ihn den All Might der Bubble Teas. Digga, das hat einfach alles. Genau wie All Might und One For All. Mehrere Cracks hat. Zu heftig, zu heftig. Daily Vlog, gerade geschnitten, denn wir müssen gleich los zu Lauras Geburtstag. Und Bushido war bei, wie heißt der nochmal, Blocktrainer in einem Interview. Man kann von Bushido halten, was man will, aber er ist eine bekannte Figur. Und wie mehr Mainstream-Leute über Krypto, über Bitcoin reden, desto besser für uns. Also für jeden, den sowas interessiert, der sich für Bushido interessiert, kann er sich ja mal das Interview geben. Wir gehen jetzt los. Banks fehlt. Du bist Chong, Alter. Du bist Chong Lango, Alter. Oh nein, das ist gerade da drin. Keine Ahnung. Oh, jetzt. Yes. Danke dir. Auf die Schuppen. Ah. Ja, das machst du. Heute wird richtig gesumpft. Primetime, ladies and gentlemen. Saftig, saftig, ladies and gentlemen. Oh, und ich bin ein Saufer. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Auf geht's, Männer. Fünfer blind, Lauga, komm. Oh mein Gott, es geht ab, Mann. Komm, alle Fünfer draufhauen. Was machst du? Fünfer blind, Leute, so wie in den alten Zeiten. Krass. Oh mein Gott, Tom blockt sogar. Natürlich, Fünfer blind muss aufgenommen werden. Was möchte ich? Ich hab den ganzen Tag nur darauf gewartet. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Ich hab mein Gehalt heute bekommen, nur dafür. Nee, er macht Peitsche. Ich bin hier.
Pallshuffle, lieber Yugi, Mann. Lieber Yugi, Pallshuffle. Und dann abheben. Und dann abheben. Warte, denn? Spielt ihr schon? Nein, nein, nein. Nein. Chong und Long? Ist Chong? Niggas in Paris. Hallo? Nein, kann ich. Ja, nicht jetzt München. Ich bin in Paris. Oh mein Gott, nicht bin ich in München. Oh mein Gott, Laura, ich muss dir was zeigen. Ich muss changen, ich hab keinen. Habt ihr schon? Also, Gebrüder Bakovic. Passt. Wir sind am Start. Warte. Ich hab Bakovic-Kanone. Ich hab nur 20er. Du bist drin. Ich kann ihn gleich zurück. Okay, Laura, ist jetzt nicht so viel, als hättest du Geburtstag bekommen. Ja, ja, bravo. Du, Laura, ein da. Passt, wer fehlt noch? Lieselotte. Lieselotte will noch nicht. Lieselotte will noch nicht. Doch, spiel schnell, bevor die Lieselotte will gewinnen, aber. Was habt ihr noch? Ich hab nur 50er. Mein Gott. Egal, 50er Blinder. Warte, er kommt. Papa! So geht's! Wir haben die Karte noch nicht mal. Timi! Bis jetzt sind wir zu sieb. Wir haben immer, wenn ich gewinne. Mein Gott, was ist das für kleine Kinder? Wenn ich gewinne, zeige ich meine Stunde in Schulden ab. John, hast du Kümmer? John, hast du Kümmer? Nein. Dann die beiden. Emilio ist Dealer. This is crazy. Ja, ist gut. Am Ende kommt die Warte mal! Heute schwingt
Was doch, jetzt mach, ja, ey Junge, jetzt mach mal. Mach mal Geschleich. Jetzt mach mal Musik. Junge, mach die Musik. Das sind deine hier. Ich schau. Ich hab mittags dran. Ich schau, was ist das? Nein! Alle! 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 Alles auf Risiko! Alter, mach diese Kacke! Mach die Kackenmusik weg, Alter! Okay, auf geht's, Jungs! Oh, okay. Alle Usos gehen auf mich, oder? Oh, John Lambo hat gewonnen. Was habt ihr erwartet? Was spielt ihr auch gegen mich, die Kölnskling? Willkommen zum nächsten Morgen. Beziehungsweise ist schon 4, 5 Uhr, man, endspät. Musste mich erstmal erholen. Ja, war lustig. Viele alte Freunde, die man länger nicht mehr gesehen hat. Ihr sagt ja immer, boah, wo sind die Jungs? Die Jungs sind tot. Tati, schon seit, Kuss geht raus an Tati, 2 Monaten verschollen oder so. Aber in Realität ist das nichts, Mann. 2 Monate, es gibt Leute, Freunde, die sieht man ein Jahr, 1,5 Jahre, 2 Jahre nicht. Und dann nur zu einem großen Ereignis sieht man sich mal wieder und dann war's das. Und dann geht man wieder getrennte Wege, weil die Leute ihr eigenes Leben führen, Familie gründen, dies, das, reisen, aka Nico away und so weiter und so fort. Deswegen sind solche Momente richtig lustig. Aber man sollte versuchen, sich öfter zu treffen, immer. Organisation ist halt schwer und irgendjemand muss es halt immer auch tatsächlich starten und ins Rollen bringen. Aber ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch für nicht nur Wheel of Steel allgemein. Einfach je nachdem, was da alles noch so kommen wird. In DeFi, Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.